Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Danger Dan interviewt interessante Leute. Nachdem ich ja ein bekannter Genussmensch bin, schauen wir uns heute noch einmal ein bisschen genauer an, wie es in der Welt des Olivenöls hinter den Kulissen richtig zugeht. Dazu machen wir einen kleinen Ausflug mit dem Max und besuchen eine professionelle Verkosterin, eine sogenannte Sensorikerin. Und das Ganze findet in einem sehr netten Feinkostlokal im 6. Bezirk in Wien statt. Ich hoffe, es gefällt euch und ich freue mich noch mehr, wenn ihr jetzt mitkommt. Hallo Elisabeth. Hallo Max. Schön, dass du da bist. Wir haben uns heute getroffen, um uns mit der Sensorik von dem Verkosten von Olivenöl zu beschäftigen. Und dafür haben wir dich eingeladen als professionelle Sensoriker, als ausgebildete Verkosterin. Sag mir vielleicht mal ganz kurz, was das genau heißt. Ja, Sensorik ist das professionelle Verkosten, das heißt wirklich das Wahrnehmen mit allen Sinnen. Und das kann man sich so vorstellen, wie man es vom Weinkosten kennt, nur wir kosten alles quer durch. Alles, was man essen und trinken kann, wird von uns gekostet. Käse, Brot kann man schon gekostet oder eben Öle. Öle verkosten, das werden wir heute so ein bisschen machen. Wir schauen uns an, worauf kommt es an, wenn man jetzt Olivenöl einkauft oder haben möchte oder angeboten bekommt. Was ist eigentlich das, worauf man achten muss? Dazu haben wir uns hier getroffen im Rosmarin. Mhm. Das ist ein kleiner griechischer Feinkostladen, da im 6. Bezirk. Also generell beim Kosten sollte man beachten, dass man eine geruchsneutrale Umgebung hat. Wir sind da jetzt in einem schönen Geschäft, aber es riecht nicht. Ja, genau. Das ist ideal, weil man sollte nicht durch die Gerüche gestört sein. Wir haben ja sehr feine Aromen im Öl und die wollen wir auch gut rausriechen können. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man das Olivenöl jetzt kosten kann. Ideal sind so bauchige Gläser, also zum Beispiel ein Weinglas oder so einfach ein Teeglas, ganz ein normales. Wir haben die jetzt abgedeckt, aus dem Grund, damit wenn das Öl dann drinnen ist, kann sich da wirklich das Aroma schön verteilen und bleibt aber drinnen erhalten und wir können dann gut reinriechen. Dann probieren wir das gleich. Schauen, wie das so funktioniert. Dann kommt der Deckel drauf. Wir sehen da jetzt, eines ist klar und eines ist ein bisschen drüber und da die Farben sind unterschiedlich. Woher kommt dieser Unterschied? Ja, es sind unterschiedliche Oliven drin, es ist von unterschiedlichen Bauern hergestellt, das heißt, so natürliche Schwankungen haben wir ganz einfach bei diesen Produkten. Was halt wichtig ist, ist bei den beiden, sie sind gleich hergestellt worden. Das heißt, es ist wie beim Wein, es kommt einfach vom Boden, von der Sorte, kommt dann auch der Unterschied ins Produkt rein. Genau. Wenn wir das jetzt im Glas haben, zugedeckt, können wir es ein bisschen schwenken, damit sie die Aromen nur mehr gut verteilen und ein bisschen rauslösen. Und was man dann tun sollte, ist, dass man das Glas ein bisschen anwärmt. Mhm. Das heißt, das geht bei den Bauchigen auch recht gut. Mhm. Darum mag ich die kleinen Gläser recht gern, wenn man es gut in die Hand nehmen kann. Das Erwärmen hat den Sinn, dass auch da nur mal neue Aromen jetzt rauskommen aus dem Öl. Mhm. Also bei Raumtemperatur riecht man ein bisschen weniger raus, als wenn das warm wird. Man sagt so circa 27, 28 Grad sollte das haben. Bereit zum Reinriechen? Okay. Ja, also gutes Olivenöl riecht so. Wir haben da fruchtige Aromen. Olivenöl kann ganz viele verschiedene Gerüche haben, die einem so vielleicht gar nicht bewusst sind. Das kann nach Artischocke riechen, da kann man grüne Tomaten rausriechen. Man kann richtige Kräuter, so wie in dem, rausriechen. Das riecht ein bisschen nach Heu, nach Kräuter. Genau, und ich habe immer diesen Gras, frisches genau, Gras. Genau. Irgendwie diesen frisches Gras. Mhm. Das zweite, kurz anwärmen. Wow. Riechst du auch die Banane? Jetzt, wo du es sagst, ja. Aber. Also auch wieder so eine grüne Note, ein bisschen milder. Und extrem fruchtig. Sehr spannend, wie unterschiedlich die zwei Öle sind. Wenn man das nicht gewohnt ist, dass man Öle so pur kostet, ist das ein bisschen gewöhnungsbedürftig manchmal. Das heißt, man muss auch vorsichtig sein, gerade auch was das Schlucken betrifft, weil gute Olivenöle eine gewisse Schärfe haben können. Das heißt, das brennt dann so ein bisschen beim Schlucken. Und das ist für manche, die schrecken sich dann und glauben, dass das eigentlich ein schlechtes Öl ist, was aber gar nicht stimmt. Also genau diese Schärfe ist eigentlich auch was Hochwertiges, weil das von den Polyphenolen, von den Antioxidantien kommt. Wenn man wirklich das dann im Mund hat, ist es gut, wenn man neutralisiert zwischendurch. Wir haben jetzt
Apfel, Gurke und Weißbrot. Und ganz normal kennt man einfach auch das stille Wasser zum dazwischen trinken. Wenn man jetzt was anderes isst zwischendurch, sollte man das auch wieder wegbringen. Das heißt, wir können gerne ein Stück Apfel oder Gurke essen, das Frische ist recht gut zwischen dem Öl, oder wir nehmen ein Stück Weißbrot, sollten dann aber mit Wasser einfach nur mal nachspülen. Worauf achten wir jetzt? Wir haben ja da jetzt einiges gekocht vorher, da war es sehr fruchtig und die Banane, und wir schauen, ob wir das im Mund wiederfinden, können aber auch schauen, ob irgendwas Neues jetzt noch dazukommt. Und wir achten auch so ein bisschen auf das Mundgefühl, das heißt, wie ist es dünnflüssig, ist es dickflüssig, wie fühlt sich das Öl an, wir verteilen das schön im Mund und dann sollten wir immer nur einatmen dazu. Das heißt, diese Luftzirkulation in der Mundhöhle und zur Nasenhöhle wird dadurch gefördert. Genau. Und eben vorsichtig schlucken und dann schauen, wie fühlt sich das an, gibt es einen Nachgeschmack. Und wirklich versuchen, das gut im Mund zu verteilen. Einatmen, man kann das auch richtig durch die Zähne durchziehen. Das kann man sich vorstellen wie bei so einem Parfumzerstäuber. Idealerweise hat man da ein bisschen Zahnlücken. Dann zieht man das Öl so durch und es wird schön versprüht in der Mundhöhle. Also wirklich so. Das merkt man sofort, dass dann das Aroma einfach anders genau, es kommt. Kommt besser zur Nase dann wieder rauf. Man merkt die Schärfe. Wie soll ja Öl sein von der Viskosität her? Also wie dünnflüssig, dickflüssig? Na, im Allgemeinen sagt man, dass wenn ein Öl so einen schmierigen, ölig, ich meine, ölig sind alle Öle, aber so einen schmierigen Mundgefühl erzeugt, dann sich so drauflegt oder so, dann wird es eher schlechter bewertet. Dann das nächste, oder? Achso, nein, vorher? Neutralisieren. Vorher neutralisieren. Das heißt, ich ein Stück Apfel. Das Neutralisieren dauert sogar oft länger als das eigentliche Verkosten. Ja, das zweite Öl brennt um einiges mehr im Hals, das kratzt richtig. Warum ist das jetzt so viel schärfer als das erste? Naja, das hängt eindeutig mit den Polyphenolen zusammen, das heißt, wir haben da einen höheren Polyphenolwert. Also wir haben jetzt eigentlich alle Eigenschaften vom Olivenöl durch, wir haben es uns angeschaut, wir haben dran gerochen, wir haben den Geschmack festgestellt und dann auch noch das Mundgefühl. Man kann dann nur beobachten, gibt es ein bisschen einen Nachgeschmack. Und dann kann man sich überlegen, welches Öl schmeckt mir am besten und welches würde ich gern über meine Pasta und über meinen Salat geben. Und wenn man jetzt wirklich mehrere Öle verkostet, dann empfehle ich immer so ein kleines Formular, wo man sich dann auch Notizen machen kann, weil man vergisst das relativ schnell. Gibt es jetzt eigentlich irgendwas, was absolut nicht vorkommen darf in Olivenöl? Was nicht sein darf, ist, dass es so etwas Störendes, einen Fehler hat. Das kann zum Beispiel sein, so ein Essigstich nennt man das, oder wenn es so modrig, schlammig in diese negative Richtung geht, dann ist das kein Güteklasse 1 Öl mehr. Oder ranzig zum Beispiel, das kommt ja auch sehr klar, oft vor. Oder? Genau, ranzig wäre einfach ein zu altes Öl oder falsche Lagerung. Wenn man das in einer hellen Flasche lagert und bei zu hoher Temperatur, dann werden die Öle schnell ranzig. Und je mehr von diesen Polyphenolen sie haben, desto weniger oder desto langsamer dauert diese Oxidation. Darum heißen die ja Antioxidantien, weil sie das Öl auch schützen. Bei welcher Temperatur würdest du das lagern? Naja, ich würde so normale Zimmertemperatur, also manche Leute tun es im Kühlschrank, würde ich jetzt nicht unbedingt machen, weil da wird es hart und dann ist es schwer auszugießen, dann muss es wieder erst warm werden. Tut der Qualität jetzt aber keinen Schaden an. Ja, also wir wissen jetzt alles über das richtige Verkosten. Ich wünsche dann viel Freude beim Kosten und das macht immer Spaß, hier mal mehrere Varianten einzukaufen und dann einfach schauen, was schmeckt mir am besten. Ja, ich würde sagen, jetzt haben wir alles, oder? Ich glaube, wir haben es, ja. Drehschluss. Super. Prost. Also, ich kann euch da jetzt nicht mehr zuschauen. Jetzt kostet sie die ganze Zeit und sprecht von Aromen. Ich will auch unbedingt was. Okay, da tust du den Deckel drauf. Anwärmen. Genau. Anwärmen zu schwenken. Definitiv Banane und Gras. Absolut fantastisch. Bei dem ganzen Reden über gutes Olivenöl habe ich jetzt Hunger bekommen. Ich glaube, wir haben viel gelernt heute. Vielen Dank, Elisabeth. Danke auch, Max, für die Einladung. Mir hat es extrem Spaß gemacht. Wir hoffen euch auch. Wenn das so ist, bitte subscriben, liken und sharen, damit alle Welt weiß, wie man gutes Olivenöl auch wirklich richtig und gut verkostet. Vielen Dank. See you next time. Subscribe.